Ein Golem? Sie haben eine Kuh? Angriff. Jetzt aber im Ernst, Argus. Geht's dir gut? Ja, alles okay, Baby. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Als wäre es ja wahrscheinlich eher in dir vorhin, ne? Vielleicht. Kannst du mir. Der verklappt im Hintergrund, das ist geil. Kannst du mir später richtig danken. Oh ja. Oh Mann, hat ja irgendeine Wolldung? Wie komisch ich mich finde? Ich werde nur ausgenutzt, ich habe nur gefühlt. In dieser Hütte hört man einfach alles. Da geht doch weg und. Dann geh doch weg und lies was. Jetzt sind doch diejenigen, die mich hier ins Irgendwo geschleppt haben, um in irgendwelchen verfluchten Ruinen einzubrechen. Hey, hey, sprich nicht so mit Mordi, unser ruhmreichen Führer. Führer. Er kann uns ausstoßen und so. Macht euch ruhig über mich lustig, nur ich behindert bin. Ihr werdet schon sehen. Eines Tages werde ich disziplinäre Maßnahmen ergreifen. Mal sehen, ob ihr daran noch immer über den alten Mutti lacht. Vor allem du, du Stück, ne? Ich will dich festspannen, dann geht's los. Oh, natürlich, warte, hörst du das? Okay, ich dachte, wir bewegen uns im Mittelalter, aber what the fuck, welcher Zeitspanne leben wir denn? Ja, Mann, kann ich schon gut sagen, wir fahren uns verklappen. Ah, das Akumen hier? Es steuert auf unser Lager zu. Unser Bericht muss ins Hauptquartier gelangt sein. Ich erwarte, dass sie Akumen schicken würden. Sie haben es sehr ernst genommen. Denkst du, dass der Kretorion an Bord ist? Wer weiß. Wir müssen schnell zum Lager zurück. Wartet. Autsch, autsch. Dann bin ich einfach hier zurück. Mit den Fingernägeln. Oh. Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Ah! Oh, nimm mich! Nimm mich! Ich bin irgendwann gefangen damit. Breger befehlet deinem Golem mit dem Prügeln aufzuhören. Sicher? Golem AK-774? Alter! Halt dich an! Oh, bitte! AK? AK-876 AJ33B. Verdammt! Welchen Befehl habe ich eingegeben? Nun, Argus, mach den Weg zum Lager frei. Wir kommen nach, sobald das hier geregelt ist. Bin schon dabei. Finde aus dem Lager, ja. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Bitte, Argus, ergebe mich! Er tut mir fast leid. Fast. Kann man noch was reden? Nee, okay, gleicher Text. Stimmt nicht mehr. Schade. So, wir gucken uns hier aber noch kurz um, ob es hier irgendwas gibt. Kisten oder sowas. Nee, da ist nichts drin. Könnte ja auch mal was drin sein in den Kisten. Okay. Wie lautet dieser verfluchte Befehl? Ich sag dir ja immer wieder, dass deine Passwörter einfach zu kompliziert sind. Halte dich an die Klassiker. Diese. Die Nita Vita Mortis Carillo Scheiß ist lustig, weil er die Bauerntüppel abschreckt. Aber ich bin da bei meinen Entwürfen doch mehr die Pragmatikerin. Ach, tatsächlich. Frag ihn, was er von deinem Pragmatismus hält. Ja, bitte, bitte. Stopp, das ist mal zeitlich, du verrückte Hexe. Ah! Verrückte Hexe? Was? Vielleicht werde ich erst mal Mittagessen gehen, bevor ich aushelfe. Ja, ja, ich tut mir leid, ich tut mir leid. Viel Spaß mit euch beiden. Nur Richtung Süden gehen. Die Brücke überqueren und nach Westen durch die gefrorene Schlucht gehen. Das kannst du dir merken, oder? Ja, ich bin schon auf dem Weg.
Danke, Argus. Mein Vater, ich bin auf. Na, Spinner, super. Da, dam, 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 dam. Schutzschild finde ich cool. Muss ich mal öfters nutzen? Ich muss ganz System noch ein bisschen reinkommen, aber ich glaube, das ist ja normal. Immer so die ersten Stunden, dann haben Sprinter und dann mal die Traumrechsten. Ah, ich guck gerade, ob da irgendwie so mehrfache Kombos nacheinander machen kann. So, jetzt haben wir da auch noch ein Schild. Wenn sie weitergehen, verzichten sie bewusst auf. Oh, ich dachte schon. Auf die im Vertrag von Total General Amtaturen festgelegten Bestimmungen und zu ihrer Sicherheit, Unversehrtheit und ihrem Schutz. Ich will den Hasen erwischen. Okay, kann man nicht erwischen. Gut. Also das Spiel ist nicht so kaltblütig und kaltrünstig, dass man da Tiere irgendwie abschlachten könnte. Finde ich gut. Gefällt mir. Was haben wir da in der Kiste? Die Schriftrolle. Stoßwellenschriftrolle. Ah, okay. Jetzt kann ich Schriftrollen nutzen. Okay. Dann kommen wir zu Schriftrollen hin. Alter, war ausweichen. Take that! Ach, hier war Schutzschild, Mann! Steuerung! Ich muss ein bisschen klarkommen mit. Warte, das war ausweichen, das war ausweichen, das war ausweichen. Okay, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ach, das ist. Weißt du, man hat die Logik von anderen Spielen im Kopf, das ist immer doof. So, Gold aufsammeln. Brauchen wir ja später. Kann ich Spiel nochmal fortgehen? So. Meine Güte, ist ja übel. Kommt da noch mehr? Ich hoffe es nicht. Ein Hack'n'Slash Game, ja. Ich denke, Diablo ist schon da recht wichtig zu spielen, weil es mit dem Maustastatur immer noch ein bisschen entspannter ist. Ja, ja, ich würde gleich das Hahaha vergehen, meine Freunde hier. So, ist das noch irgendwo hier was? Nein, nichts mehr, Goody. Ja, ich denke es auch gerade, es sieht verdächtig aus, ne? Ich weiß nicht, blocken ist da irgendwie für einen Arsch. Ist nur die Frage, ob man auch genügend Tränke finden irgendwann später, ne? Die andere Frage ist. Oh, eine Sequenz. Hey, Argus, ich bin's, ich hab Schnaps dabei. Ich sehe, dass ihr es endlich geschafft habt. Was soll dieses Fass? Elf in der Dose. Schluck, schluck. Ich hätte mir das erst in Essig rausmachen können. Und wie sollen. Und wie soll dieses Ding mit einem Fass nach oben ins Lager zurückklettern? Oh, keine Sorge. Ich habe eine fortschrittliche Problemfindungssequenzer eingebaut. Am Nachdenken. Störungsbehebung hat eine Lösung für das Problem gefunden. Hey, was? Optimales Vorgehen ausgeführt. tada! Brika. Weniger extrem sein. Naja, wir haben das Problem gelöst, oder? Wir sollten uns besser beeilen. Und das ist, wo dieser Idiot gelandet ist. Das sieht so aus wie so ein Idiot. Zenit. Ah, Ladesequenz. Ich hoffe, die dauert nicht so lang.
Das Problem ist nur die Musik, ne? Die so abnormal laut ist. Also hier kann ich nicht lang. Es scheinen aber auch keine sauberen 60 Frames zu sein. Ah, hier kann man nichts machen. Okay, wir müssen einfach hochlaufen. Gut. Halt, im Namen der Templerischen Imperiums, wer geht da? Ganz ruhig, wir gehören zum Imperium, zum Infinginio, um genau zu sein. Oh, ihr müsst die Magier sein, die die Botschaft gesandt haben. Wir sind ein bisschen angespannt, weil hier eben ein Elf in einem Fass vom Himmel gefallen ist. Ja, wir sind's. Gut, sprecht mit dem Generälin, sie sitzt am Feuer. Aber seid vorsichtig, sie ist nicht in bester Stimmung. Eine Generälin? Ah, also übernimmt das Mädchen tatsächlich das Kommando. Wir sind Magier, keine Soldaten. Was ist hier los? Ich meine Tage. Ich meine, lass mich nicht sprechen. Ich bin eine Freundin. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Leutnant. Sorry, ich muss wachsam bleiben für den Fall, dass die Elfen plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Achso, und bei ihr euch? Liegen irgendwelche nützlichen Informationen vor? Es ist kalt. Und ihr nervt mich. Das ist nicht sehr nützlich. Ich neige zu Gewalt, wenn ich genervt bin. Das ist schon nützlicher. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Wollen wir irgendwo hinlaufen, mit irgendwem quatschen? Speichern vorher. Der Landenzonenzugang ist beschränkt. Ah ja. So, gespeichert. Ah, der Elf aus dem Essig, ne? Look. Hey, Marke, habt ihr irgendeine Vorstellung, wie das passieren konnte? Vielleicht Biowaffen, um eine solche zu verursachen? Meinst du etwa, dass er die Grippe hat oder so? Eher ein schwerer Fall von Blödheit. Ist das überhaupt eine ansteckende Krankheit? Ich habe das Gefühl, dass wir immer blöder werden. Je länger wir das Gespräch dauert. Lass uns zurückgehen und mit der Generälin sprechen. Dieses Fass hätte die Generälin getötet, wenn sie nicht die Rüstung getragen hätte. Ich möchte nicht der Elf sein, wenn sie mit dem Verhör beginnt und von ihm wissen will, was passiert ist. Und wann beginnt das Verhör? Oh, wahrscheinlich werden wir damit bis zur Rückkehr in die Hauptstadt warten. Was für eine Erleichterung. Hä, warum? Nur so. Ich wollte nur, dass der Elf ein bisschen Erholung bekommt. Wisst ihr? Wie rücksichtsvoll von euch. Ja, genau. Ich will ja schließlich nicht, dass ihm irgendetwas zusteht. Wir alle hier sind nämlich sehr humanitär. Oder elfitär, in dem Fall. Bedeutet, aber wir werden gehen. Okay, dann sehr vielversprechenden Text, wie es aussieht. Oh, denn das ist nicht ruhig, ich komm gleich. Loot! Da ist ein Helm. Nimm mit. Helm. Ich weiß zwar nicht für was, aber. Nee, Armschienen. Sarkasmus 999, maximales Level. Sehe ich gerade. Tut mir leid, Magier, keine Zeit für Geplauder. Ihr seht aus, als würdet ihr nur dastehen. Das tue ich auch. Und? Na schön, ich will einfach nicht mit euch sprechen. Das habe ich mir schon gedacht. Hey, ich bin einfach nicht gesprächig. Was soll ich sagen? Jetzt werdet ihr den Leuten kein Gespräch aufziehen. Jetzt solltet ihr wohl besser keine Gespräche führen. Genau. Hat mich gefreut, mit euch gesprochen zu haben. Oh mein Gott. Oh, bin ich genau im Gespräch. Ach du Schande. Gebt den Weg frei. Ich will in die Hütte. Sorry, das wird nicht möglich sein. Mein Herr, wir benutzen das Gebäude brutal als Lagerraum. Was? Nach all der Mühe, die uns die Errichtung gekostet hat, übernehmt ihr es einfach? Ihr habt alles alleine gebaut? Naja, der Golem war's. Und sogar ziemlich schnell. Das solltet ihr wohl derjenige sein, der sich beschwert, oder? Baurecht für hirnlose Geräte? Wollt ihr wirklich mit diesem Thema anfangen? Nein, ich will, dass ihr eure Klappe haltet. Tüte ist tabu. Verschwindet.
Na schön, dann behaltet eben die bescheuerte Hütte. Oh, die Generälin, jetzt wird's witzig. Seid ihr die Generälin? Wonach sehe ich eurer Meinung nach aus? Nach einer Essiggurke? Naja, ich dachte erst, ihr wärt eine Gewürzgurke. Fast das gleiche. Fast. Passt auf, dieser verdammte fliegende Elf. Temperus, sei Dank habe ich meine Rüstung getragen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass dieser Bastard aufwacht und dann werde ich ein paar Antworten aus ihm herausprügeln. Ich werde auf jeden Fall die Marke, die die Botschaft getan haben. Diese Grabung ist Sache des Infinius. Das Militär hat sich hier nicht verloren. Mir ist euer wahnsinniger Hokuspokus scheißegal. Ich bin nur hier, um die VIPs, very important, zu beschützen. Die VIPs? Keine Zeit für Plaudere. Sie gehen gleich von Bord. Kommt mit mir bitte. Ich krieg mir halt den Piss-Gewürzgurke vielleicht, und eine Gewürzgurke, wie eine Leute-Gewürzgurke, aber nicht so, oh Gott. Oh, was für ein Aufgebot, Pferdsäule, komm da, Morty. Ich habe, die Lage ist zu etwas zwischen Quatsch. Achtung, Achtung. Sie sieht voll stoned aus auf dem Bild. Sian, hallo zusammen. Prächtige Lager habt ihr hier euch errichtet. Hervorragend, ja. Kann ich euch schuld für eure Herrlichkeit? Das ist, nun ja, ich habe nicht damit. Ja, ich hatte ein Besuch vom gesamten Triumvirat erwartet, was, ne? Scheiß Rauchen. Na nun, das passiert schon mal, wenn jemand die Entdeckung eines göttlichen Erbes berichtet. Progressur! Ich wollte keinen kennen. Hatte er sicherlich all den Grund, so einen Bericht abzugeben, eure Herrlichkeit. Natürlich, Süßerin, natürlich. Nun wollen wir aber hören, was er zu sagen hat. Bitte nur das Wichtigste, erspart euch die Vorstellung für Vollversion für später, da kommt noch DLCs dazu, wir sind ja hier nicht bei EA oder so, ne? Und entspannt euch, Grüngötter. Grüngötter, meinte ich. Wir haben die Eingang zum Tempel ausfindig gemacht, aber er ist magisch retiniert. Wir haben vor kurzem ein Buch gefunden und das uns bei der Öffnung nicht helfen sollte. Also, ihr wart ja so mit der heiligen Städtendichte mit euren Früchtereien misshudelt. Frevelhafte Hände sind ein Scheißfinger auf dem göttlichen Erbe von unserem Herrn der Temperis. Unsere frevelten Hände bringen solche göttlichen Erbstücke aus der Vergessenheit zurück. Ganz im Gegensatz zu deinem fetten Gesicht, du Spast, du verfressene Missgeburt, diesen religiösen Fanatikern, die sich aus Angst und Ignoranz verstecken, höchster Sprecher. Vielleicht soll ja gewisse Dinge besser verborgen bleiben, sieht Christiane. Aber ihr wisst, wir folgen mit diesem Thema gar nicht erst an. Du wolltest unbedingt mitkommen, Betty, du fette Sau. Wenn du hier herumticken willst, verpiss dich, du fette Schwein. Bleib nächstes Mal im Palast, du dummer Hund. Wir beschreiben eure Geschichte und du sollst allen darüber freuen. Du fette Stück Scheiße. Entschuldigung. Oh Mann. Wenn ich unterbrechen dürfte, wir sind in der Umgebung auf Elfenpatrouillen gestoßen. Sicherlich haben sie auch den Anflug des Akumen beobachtet und bereits Meldung gemacht.
Wir sollen uns beeilen, bevor ein ganzes Bataillon hier auftaucht und es wirklich unschön wird. Ja, danke, Gentlemen, mit der ausgefallenen maßgeschneiderten Uniform. Leider kenne ich euren Namen nicht. Oh ja, die sind zwar alle Standards hier, der ganze Scheiß, aber ich kenne euch halt nicht. Ich nehme unter Teil, die mir voll am Arsch vorbeigehen. Das ist auch gut, Winkel, unser Akademie. Und derjenige, der unseren Kontakt den Bericht gegeben hat. Ich hab nur deinen Vater gefasst. Guck mir mal an. Also, jetzt geht's immer. Der Name kommt mir irgendwie aber bekannt vor. Das möchte ich wetten. Das ist der Brinkerschurmann. Unsere Mechanomagierin. Sie ist für den Helfer-Golem zuständig. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Aber Vertex Windel hat recht mit den Elfen. Ne? Wir sollen keine Zeit verlieren. Generell in Schwarzwind! Du liebe Zeit! Was ist euch denn zugestoßen? Sieht aus wie die scheiß Gewürzgurke. Passt auf, dass der Vetter euch nicht gleich frisst. Der hat dann auch Hunger. Ich möchte nicht darüber sprechen, Eure Herrlichkeit. Ach, herrje. Sind wir wieder launisch heute? Scheiße, mein Alter, bist du hier schon wieder rum, oder was? Ist nicht gut, so sauer zu sein, wisst ihr? Gewürzgurken, Sau, du. Naja, ihr seid auf jeden Fall den Umkreis absichern, wenn wir uns die Ausgrabung anziehen. Herr, kannst du noch ein? Damit los, mal. Meine Bandscheibe tut schon wieder weh. Ja, eure Herrlichkeit.